In Dessau hat sich mit der Gründung dieser Schule eine wunderbare Institution entwickelt, die letztendlich die Architektur in Europa, in Deutschland und der Welt reformiert hat. Und nicht nur die Architektur war ein Gegenstand, sondern es war eigentlich der Punkt, eine neue Gesellschaft zu initiieren und das über Bildung zu initiieren und über die Umwelt auch hinzubekommen. Und Umwelt bedeutete neue Architektur, neue Möblierungen, neue Möbel, neue Kunst, weg von dem ganzen Jugendstilzeug und dem falschen Zeug der Kaiserzeit etc. Das ist ein großartiges Projekt gewesen, das ausgestrahlt hat, ich habe es schon gesagt, auf ganz Deutschland, auf Europa und auf die Welt. Und die Bauten, die Möbel, die da entstanden sind, nicht nur in Dessau selber, sondern auch über Dessau inspiriert von anderen Leuten, die sind heute großartige Inkunabeln dieser Zeit. Ich bin eigentlich im Nachhinein erstaunt, dass jetzt erst so spät die ADGB-Schule, also die Schule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, auf die Weltkulturerbeliste gekommen ist, weil es sich, das muss man sich klar machen, es handelt sich um den einzigen Großbau, der vom Direktor des Bauhauses in Dessau, Hannes Meyer, zusammen mit seinem Chef der Architekturabteilung, Hans Witwer, realisiert wurde. Das heißt, wir können hier direkt ablesen, die Ideen und Gedanken, die in Dessau gelehrt wurden, sind hier umgesetzt worden. Das heißt, die beiden haben auch den Wettbewerb gewonnen, an dem sich übrigens auch die Gebrüder Taut beteiligt haben. Die haben den verloren und diese Schule ist dann tatsächlich so gebaut worden und diese Schule atmet eigentlich den Willen durch die Weiterbildung der Gewerkschaftsfunktionäre, die darin zu schulen, wie man eine neue Gesellschaft aufbaut, die auf Solidarität gebaut ist, die auf Gerechtigkeit gebaut ist. Und das sozusagen da baulich umgesetzt zu sehen, ist heute großartig. Eigentlich, das Denkmal Bauhaus ADGB-Schule ist eigentlich nicht nur die Zeit der 20er Jahre, sondern es ist auch die Zeit der Veränderungen an dieser Schule. Man muss sich klar werden, diese Schule ist nur 3 Jahre in Betrieb gewesen, von 30 bis 33. Dann ist sie umgenutzt worden durch die NSDAP und die SS. Die SS hat übrigens da den Überfall auf Polen geübt. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, nach einer kurzen russischen Lazarettphase, ist dann 1947, und das ist jetzt die spannende neue Schicht, ist dann 1957 der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund der DDR gekommen und hat gesagt, wir wollen diese Tradition der Weiterbildung weiterführen. Und sie hatten viel mehr Bedarf, also dann nicht nur 120 Betten, sondern da mussten viel mehr unterkommen. Und da ist dann der Hausarchitekt der Gewerkschaften, Georg Waterstraat, 1947 gekommen und hat eine Erweiterung geplant. Und auch die ist jetzt sozusagen die nächste Schicht der Moderne, die natürlich durch die Architekturdoktrin der frühen 50er Jahre, Walter Ulbricht etc., nationale Architektur jetzt anders aussieht, ist dazugekommen. Und ich finde es eine dolle Leistung aller am Bau Beteiligten, sich mit diesen Schichten auseinanderzusetzen und nicht eine Rückrestaurierung vorzunehmen, sondern beide Schichten in ihren Qualitäten zu versuchen zu erhalten. Also Sie können sich von der Stringenz und der Leuchtkraft der Architektur begeistern lassen. Sie können originale Oberflächen sehen, Sie können das Farbkonzept nachempfinden. Sie müssen sich vorstellen, in den Wohnungen, in den Wohntrakten gibt es unterschiedliche Farben, die aufeinander abgestimmt sind und dass man auch, ja quasi, wenn man nicht lesen kann, obwohl die konnten ja alle lesen, aber wenn man nicht lesen kann, wusste, ich muss in den hellblauen Trakt, da habe ich jetzt mein Zimmer. Und Sie können eigentlich das Bildungsideal der Gewerkschaften der 20er Jahre in Deutschland nachvollziehen anhand der Baulichkeiten,
Und dieses Bildungsideal bestand darin, dass man untereinander viel kommuniziert, viel diskutiert und sich durch die neue Architekturform in klaren, stringenten Linien und Farben in eine neue Gesellschaft hineintragen lässt. Sie waren schon oft... Also die ganze Schule ist, finde ich, phänomenal, aber es gibt natürlich einen Ort, wo ich finde, dass man da ganz ruhig wird. Und zwar, wenn man im Glasgang steht und sich hineinsaugen lässt in die ganzen Funktionstrakte und sieht, wie das Licht in den Flur fällt, dann ist es schon sehr bezaubernd, da zu stehen. Und da wird man auch ganz ruhig und andächtig. Ich jedenfalls. Das Bauhaus in Dessau hat ja in Deutschland ausgestrahlt und jeder Architekt, der gebaut hat, hat gewusst, was gibt es da an neuen Ideen. Und ein so ein Ort, wo diese Ideen übersetzt wurden in eine gemäßigte Moderne, ist zum Beispiel Luckenwalde. Luckenwalde mit dem Stadttheater, Luckenwalde mit dem Arbeitsamt, Luckenwalde mit dem Jugendheim des ADGB und so weiter und so weiter. Also Luckenwalde ist ein Hotspot der Moderne in Brandenburg. Wir haben, wenn Sie nach Cottbus schauen, das Dieselkraftwerk von Klingenberg und Issel. Wir haben in Brandenburg an der Havel, ein weiterer Hotspot, haben wir das Wohlfahrtsforum mitten im Stadtzentrum und die Siedlungen der 20er Jahre. Und wir haben in Frankfurt das Oberlandesgericht. Wir haben in Dahlewitz das Wohnhaus von Bruno Taut. Und da gibt es noch viel, viel mehr, was sich lohnt, im Bauhausjahr zu besuchen.